Hallo und willkommen. Ich war mal nicht auf dem Flohmarkt, aber ich habe dennoch Flohmarktfunde, die ich euch zeige. Wie das angehen kann, das erzähle ich euch gleich. Ich war nicht auf dem Flohmarkt und das bei einem Jahr. Wirklich tollen Dorfflohmarkt, der einmal im Jahr stattfindet, riesengroß ist, nur Privatleute, findet auf zwei bis drei kleinen, also einer Rosenwiese, zwei kleinen Wiesen meist statt. Das ist fast zwei Fußballfelder groß, kann man sagen. So eine große Gelegenheit, Flohmarkt zu besuchen, ja. Und das ist auch gleichzeitig so ein Dorffest. Ich war nicht da. Ja, wieso kam das dazu? Einerseits, ich war auf der Gamescom diesmal unterwegs. Die fand genau diesem Wochenende statt. Ich war die ganze Woche über da. Einerseits beruflich, aber auch privat. Zusammen mit dem Manuel von Sammlerschutz.de. Und das war ein Abenteuer für sich. Richtig viele Sachen habe ich da erlebt. Was ich genau da erlebt habe, haben Manuel und ich in Videos zusammengefasst. So in drei Teilen, wenn ich das richtig erinnere, Die Videos werde ich hier noch nicht verlinken können. Wahrscheinlich ist es erst noch nicht online, wenn ihr dieses hier seht. Aber ich werde Ankündigungen machen auf meinem Kanal. Denn die Videos werden bei Manuel auf seinem Kanal Sammlerschutzhöhlen. Den verlinke ich schon mal hier zu sehen sein. Und da erzählen wir beide in einem Podcast mit vielen Bildern, was wir da alles Großartiges und Spannendes erlebt haben. Gut, aber nun zurück zum Flohmarkt. Wie kam es dazu? Flohmarkt? Ihr wisst ja, ich habe einen Bruder. Ich habe also meinen Bruder dahin geschickt. Ich habe gefragt, ob er nicht Lust hat. Und dann ist er mit einem Kumpel drüber gegangen und hat gestöbert und so ein paar schöne Sachen gefunden. Er hat eine Handvoll schöner Sachen, kann man sagen. Und ich will euch gar nicht so sehr auf die Folter spannen. Doch, das tue ich schon eigentlich. Was war das Erste, was wir gefunden haben? Das Erste, ich kann es ja gar nicht sagen, was er als Erste gefunden hat. Er kann nur sagen, was er als Gesamtes gefunden hat. Er hat zum Beispiel, wo wir Stichwort Gamescom waren, dieses schöne Teil gefunden. Das ist ein Poster-Artwork von The Elder Scrolls Online. Das ist von der Gamescom, wenn ich das richtig erfahren habe, von letztem Jahr. War exklusiv da nur zu sehen. Ja, das hat er für einen schmalen Taler mitgenommen. Wie gesagt, was genau er bezahlt hat, weiß ich überhaupt nicht, hat er mir auch nicht gesagt, deswegen ich kann euch rein nur zeigen, was gefunden wurde. So wie auch dieses wunderbare Mario-T-Shirt. Ist nicht meine Größe und auch nicht seine, aber das ist Super Mario 64. Das ist ein T-Shirt, ist auch offiziell. Das ist, hier stand es nicht, hier unten stand das Datum, es ist auch gebraucht, aber das ist von 1989 von Nintendo. Also ein echtes Retro-Shirt, wenn man so überlegt, 89, 2027 Jahre alt. Also zum N64, auch nicht schlecht. So, passend dazu hat er auch ein Cappy gefunden, nicht jetzt zum Mario, aber überhaupt ein Cappy. Auch das ist neuwertig, da sind die Sticker alle noch drauf. Und zwar von Teenage Mutant Ninja Turtles. Richtig cool, kommt auch noch mit dem Button. Ist jetzt im Zeitraum von Nickelodeon rausgebracht worden. Hier steht Turtle Power. Und ihr seht, hier ist noch der Sticker und hier unten, da kann man sehen, könnte man sogar ausmalen noch die Turtles. Ich gucke gerade, ob hier ein Datum steht. Von 2015. Also im Endeffekt auch 10 Jahre schon mittlerweile alt. Fast. Wahnsinn. Sehr schöner Zustand, wie gesagt, neu werde ich nie getragen und ja, das macht sich doch auch ganz gut. Dann hat er mir ein Buch mitgebracht und zwar von den drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen, 30 Jahre Hörspielkult aus dem Falke Media Verlag. Das ist von 2009. Ich fange das gerade an zu lesen, sehr viele Interviews drin und viele, viele Fotos von den Machern und Privateindrücke. Ich gucke gerade, wo wir haben hier, hier könnt ihr sehen, in den Anfängen und dann haben wir die drei von ihren Touren, wie Master of Chess und so weiter. Das sind
unheimlich viele Bilder, auch Heike Tine Körting, die Macherin, sehr, sehr viele Bilder hat er mitgebracht. Wie gesagt, von 2009, damit ist das auch schon 15 Jahre alt. Und man merkt das auch, ich habe einige Sachen live miterlebt und man wird ja auch älter. Wahnsinn. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich lese es jetzt gerade und wegen den Bildern auch ein absolutes Muss für meine 3-Fragezeichen-Sammlung. Gehen wir weiter. Was war noch bei Büchern? Ja gut, das ist ein guter Stichwort. Bücher hat er auch gefunden, aber nicht direkt Romane, sondern Mangas. Haben wir hier 2 Stück, die er gefunden hat. Und zwar Sword Art Online Romane. Ich meine nicht Romane, Mangas. Und zwar Sword Art Online Project Alicization. Band 1 und Band 2, ja, auch das gleiche Titel, also so eine so Unterserie. Es gibt ja mehrere Sword Art Online Bücher oder Serien und ja, die gab es da. So, dann hat er mir noch alte Comics mitgebracht und zwar Zackparaden. Richtig cool. Zackparaden ist aus den 70er, Anfang der 80er, sind Comic-Sammelbände von franco-belgischen Comics. Ihr seht am Anfang eben halt, um welche Künstler oder welche Serien es sich handelt. Ich habe mit Zackparade Nummer 1 und hier ist zum Beispiel dabei Dan Cooper, Mick Tengi, Blueberry, Lucky Luke und Luke Orient. Das sind neue Geschichten, denn teilweise hat der Zack Verlag Teile von größeren Alben, wie aus dem Lucky Luke genommen, die neu sortiert und daraus eigene Geschichten gemacht, die recht kurz sind. Richtig cool. Er hat, glaube ich, um die 4 Euro etwas. Das hat er mir gesagt, also fast nur 1 Euro pro Stück bezahlt. Das ist ein wirklich fairer Preis. So, was haben wir hier noch? Zack Parade Nummer 4. Da ist unter anderem auch Rick Master dabei. Richtig cool. Das sind so Bücher, da sind die Comics auch teilweise gemischt Farbe und Schwarz-Weiß. Ich werde mal kurz zeigen. Hier haben wir zum Beispiel Farbe. Hier ist jetzt zum Beispiel Dan Cooper in Farbe abgedruckt. Ich gucke gerade, ob das komplett ist oder ob es wechselt. Ne, es wechselt so in Schwarz-Weiß. Wer sich erinnert, die alten lustigen Taschenbücher waren am Anfang auch so, weil es einfach günstiger war, sie zu produzieren. Ist halt eine andere Zeit gewesen. So, hier haben wir auch mit Rick Master, Steve Jansen, Lucky Luke, Roland und Michel Vaillant. Zack, Parade Nummer 8. Auf der Rückseite ist auch so ein Sammelband von Zack. Es gab ja auch die Zack-Magazine, auch immer sehr dran. Hier haben wir Zack-Parade Nummer 3. Sind halt gelesen, alt, gelagert. Richtig cool. Und den Abschluss macht, ich muss das hier mal richtig, 1, 3, 4 und Nummer 8 hatte ich da bisher gezeigt. Und Zack-Parade Nummer 9, auch wieder Rick Master, Michel Vaillon, Mick Tengi und Roland. Richtig cool. Freut mich richtig, die ja, bekommen zu haben von meinem Bruder. Ja, dann geht es weiter mit Filmen. Er hat ein paar Filme gefunden. Eigentlich auch so für die Tauschkiste mehr, weil man manche Sachen einfach nicht liegen lassen kann. Wie zum Beispiel die Nummer 3 von Saber Rider. Von dieser Einzelserie sieht man nicht alle Tage und hat er wohl einen Schwanthaler mitgenommen. Er hat mir aber auch erzählt, Blu-rays und richtige Kino, also die normalen Filme, da war fast nichts diesmal. Es war sehr wenig. Und den einzigen, den er gefunden hat, ich glaube, der 13. Krieg auf Blu-ray, der uns auch noch fehlt, da fehlte die Disc. Tja, so gibt es das manchmal. Dann einfach auch für die Tauschkiste, das ist jetzt hier aus dieser Sammelserie von Hachette, die Welt der Pokémon. Ganz, ganz günstig mitgenommen, einfach für die Tauschkiste. Beides mal die Nummer 16. Auch sealed. Einfach mal so mitgenommen. Ja, dann 2 Klassiker und doch auch noch klassisches Medium. Und zwar 2 VHS-Kassetten hat mein Bruder mitgenommen. Wobei die eine VHS-Kassette noch zu meinem Kumpel gehört, der da ihn begleitet hat. Der hat die leider vergessen mitzunehmen. Auch richtig cool. Und zwar hier von CIC Video. Auch richtig schön verpackt. Ihr könnt schon den Titel lesen. Ich zeige euch gleich das Cover. Also das ist noch Nostalgie pur. Sind halt Videothekenkassetten. Dadurch sind die Cover etwas größer. Aber ihr seht hier den echten Klassiker. Vermietgebühr 8 D-Mark. Zurück ins Grund 2. Richtig cool. Auch ein richtig schönes Klassiker. Die Dinger werden übrigens teuer gehandelt, die Zurück in Zukunft VHS. Also hätte ich nicht gedacht. Schwarzenegger Running Man. Auch richtig cool.
ihr seht, so wie die Tickensticker, den würde ich nochmal abmachen. Ansonsten ist das echt der Klassiker. Ist auch nicht mehr ab 18, das ist eigentlich vorbei. Inzwischen, den gibt es Uncut ab 16. Und was auch cool ist, das hat nicht jede VHS gehabt, das Cover nochmal auf der Videokassette. Ist das nicht geil? Und im Endeffekt ist die in sehr schönem Zustand, nicht zurückgespult, wie immer. Das ist ja das große Problem bei den Videokassetten. Aber gut, das macht mir jetzt nichts. Hier ist noch der, so ein Papiersticker, den würde ich, kann man versuchen abzukriegen. Vom Cover würde ich ihn hier nochmal wegnehmen. Top-Titel, das würde ich drauf lassen. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch VHS war noch aufgeklebt, weil wahrscheinlich die Höhlen auch unter anderem für Betamax benutzt wurden. Es gab ja nicht nur VHS, das System. Richtig cool. Ja, dann gab es Spiele und ich fange mal an mit einem Brettspiel. Ups, das war nicht so gedacht. Eine Ewigkeit später. Und zwar dieses Brettspiel hat er gefunden. Monopoly von Transformers. Richtig cool. Sind halt die klassischen Transformers, wie ich sie kenne. Also die G1, so wie ich sie sammle. Und das hat er einfach die Gelegenheit genutzt, dass es angeboten wurde. Kommt mit einem Säckchen. Die Anleitung. Das Spielbrett. Das ist natürlich angepasst an die Transformers. Hier kann man sozusagen sein Team zusammenpacken. Sind diese klassischen Motive. Ist auch so ein bisschen im verwaschenen Look gehalten. Dann haben wir hier das Monopoly-Geld. Auch so mit Motiv drauf von Transformers. Auch richtig gut. Dann so Ereigniskarten. Also richtig interessant. Auch richtig schön verpackt. Hier haben wir die Hotels sozusagen in Silber. Ich weiß nicht, ob das Spielprinzip ein bisschen abgeändert wurde wegen Transformers. Das musste ich nochmal schlau machen. Was aber cool ist, hier sind noch kleine Häuser und die Würfel drin und hier sind so als Minimodell kleine Transformer-Figuren. Das werde ich euch nochmal in einem Foto zeigen, weil das ist einfach zu klein, das zu zeigen. Wen habe ich denn überhaupt hier? Das sieht noch Skizze oder so aus. Einmal Starscream. Hier haben wir Grimlock, auch richtig cool. Den haben wir noch als nächstes. Haben wir Ravage, richtig klein, gut. So, ich guck gerade. Na, hier haben wir nochmal einen Autobot, der ist aber identisch. Also so vielseitig ist das gar nicht. 5 Figuren noch? Mal gucken. So, 4, 5. Nee, da fehlt sogar eine Figur. Leider, eine Spielfigur. Eine der tollen Spielfiguren fehlt leider. Sollen 6 Spielfiguren sein. Schade. Aber ansonsten richtig cool. Ich werde euch diese 4, 5 Figuren auf jeden Fall in einer Nahaufnahme noch zeigen. Ich lege die mir jetzt erstmal zur Seite. Und dann sehen wir weiter. Oder ist sie in dem anderen Säckchen hier mit drin? Diese Figur? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ein schönes Spiel. Richtig cool. Ja, wo ich bei Spielen bin, jetzt kommen natürlich die Computerspiele. Da sind auch ein paar gewesen, die mein Bruder entdeckt hat. Für die Sammlung, weil wir die nur als Promo haben. In dem Sinne, ich sammle ja Promos auf Games Promo Archive, meinem Instagram- und TikTok-Kanal. Verlinkt nicht, aber unten in der Videobeschreibung könnt ihr es auch nochmal lesen. Hier kurz eingeblendet.
könnt ihr sozusagen auch nochmal die Promos bestaunen, die ich so besitze. Oder sind noch nicht alle. Ich habe noch viel mehr. Ich zeige ja jetzt erst peu à peu die Leute, Dinge. So, aber hier haben wir Star Wars Lego oder Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Richtig gutes Lego-Spiel. Dann Little Big Planet 3 für die PlayStation 4 auch. Auch alles in Ordnung, super. Gab es auch super günstig. Top. Dann weiter gab es noch, achso, die gab es dann noch zwei für die PlayStation 4, die habe ich jetzt eben gerade falsch rum. Und zwar Ni No Kuni 2 und The Last Guardian. Der einzige Unterschied ist, die stammt aus der Bundle-Version, das Ding steht da nicht zum Verkauf. Die war mal mit der Konsole zusammen zu erwerblich, ansonsten innerlich komplett identisch. Lediglich das Cover ist ein bisschen anders hier hinten. Das ist ein bisschen anders. Und hier vorne steht Bundle-Version. Richtig cool. Ja, zwei Spiele gibt es noch und das war's dann. Das waren dann die schönen Funde. Für die Wii, Nintendo's Wii, hat mein Bruderchen zwei Spielchen gefunden. Samba de Amiibo. Das gab es ja mit diesen Samba-Kugeln, so ein Rhythmusspiel. Sieht man auch nicht alle Tage. Und ein Spiel von Hudson, was mit den Mies sich sozusagen oder auseinandersetzt. Und Minispielchen-Sammlung. Kennen wir nicht, haben wir nicht. Job Island. Scheint ganz lustig zu sein. Einzige Sache ist hier, das sind ja hier die klassischen Wii-Hüllen. Die schienen kaputt gewesen zu sein. Hier wurde eine schwarze Hülle benutzt. Eine Ersatz-DVD-Hülle sozusagen. Macht nichts, ist nicht schlimm, ist vollständig. Und es gibt eigentlich Schlimmeres, kann man so sagen. Ja, das war die feine kleine Ausbeute, wenn ich auf der Gamescom schlenderte, die mein Bruder gemacht hat bei dem Flohmarkt. Richtig toll. Danke, mein Brüderchen. Das waren tolle Sachen, die wir für uns hier gefunden haben. Und mal sehen, was die weiteren weiteren Flohmärkte bringen. So viele sind es nicht mehr. Das Jahr nähert sich noch nicht dem Ende, aber dennoch, die Flohmärkte gehen zur Neige. Es gibt jetzt noch einen wirklich großen, ein paar kleine, aber die ziehen sich so ein bisschen. Die sind nicht mehr jede Woche. Somit seid gespannt, was noch alles kommt. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, ich sage ja, ein Gamescom-Video gibt es von mir. Das wird aber auf dem Kanal von Emanuel sein, auf Sammlerschutzeln hier bei YouTube. Und dann werde ich ja noch die Toyplosion besuchen. Ich bin noch auf der CMC in Hamburg. Ich bin noch auf der Watten Nerd. Und und der Polaris hier in Hamburg. Da könnt ihr gespannt sein. Da wird sicherlich auch noch einiges an Material kommen. An Video, Footage. Seid gespannt. Es wird nicht langweilig hier. Jedenfalls Flohmarktfunde waren das jetzt hier von meinem Brüderchen oder für uns auch unsere Sammlung. Ja, sagt, was ist euer Highlight? Ich persönlich muss sagen, ich lese jetzt auch gerade das 3-Fragezeichen-Buch. Das hat mich richtig begeistert. Das hat mich in die Jugendzeit zurückversetzt, als ich die gelesen habe. Aber ihr seht so viele tolle, nostalgische Sachen dabei. Ja, so, ihr seid jetzt dran. Liken, teilen, abonnieren, das ist immer ganz wichtig. Und natürlich kommentieren. Ich möchte wissen, was ist hier euer Highlight. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaltet ein, macht's gut, tschüss.